Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. So, Wench wollte uns sehen. Aber gehen wir nochmal zu dem Guten. Und fragen mal, was los ist. Hier ist kein Wench, hier ist nur... Sag es nicht, der hat es... Mal gucken. Da ist er. Kannst losgehen? Ja, Sir. Ich darf fahren. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Hat einen neuen besten Freund mit dem Ding, oder was? Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Echt mal. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Ey, der Van, ne? Der wackelt rum wie ein rohes Ei. Rochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, Jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo, ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Der Van wackelt rum, das ist nicht mehr schön. Driftwellen. Seht ihr, wie das Heck durch die Gegend wackelt? Meine Güte. Abkürzung. Oh, oh. Nee, alles gut. Hoch. Ich werde einfach hier bleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Nein. Ach, ich muss da rein. Okay, machen wir mal. Wollen wir doch mal gucken, was hier los ist. Da ist einer drinne. Da steht einer, der aber nichts macht. Das Gelände ist ja größer, als ich gedacht habe. Vor allen Dingen gibt es hier auch mehr Wachen, als ich gedacht habe. Das ist schon wieder so ein Überwachungswagen hier. Das sind alles so eine Dinger. Ich muss rein, ne? Hier. Noch so einer auf dem Dach unterwegs, ne? Leise. Hört ihr das? Lasst meine Drohne heile! Tu das nicht!
Kann ich das eigentlich deaktivieren mit der Drohne? Wisst ihr was? Ich gehe da einfach rein. Oder? Komme ich hier irgendwo ohne Probleme rein? Muss da das Tor rein. Ja. Naja, okay. Dann gehen wir mal halt durch das Tor rein. Nehmen wir den Haupteingang. Nehmen wir unseren Zapper in der Hand. Haben wir unseren Zapper in der Hand? Ne, wir haben unser Handy in der Hand. Tolle Sache. Dreht der sich genau in dem Augenblick um, ey? Ist das dein Ernst? Da bist du richtig. Da drinnen sieht dich nämlich keiner, wenn ich dich K.O. mache. Denn sein Bein guckt durch die Wand. Da? Naja. Sieht aus wie ein Schuh, der da liegt. Wird keiner Verdacht schöpfen. Als ob die das jetzt wussten, dass hier einer unterwegs ist. Wie wollten die das wissen? Oh, also das haben sie komisch gemacht in dem Spiel, ne? Wie sie alle da hochgeklettert kommen? Scheiße. Was zum Teufel? Ich schmeiß auch mit Granaten durch die Kante. Habe ich das jetzt hier gemacht? Habe ich vergessen? Ja, habe ich. In den Kopf. Noch einer! Ich hoffe ja mal, ihr habt's bald. Habt ihr die gesehen? Ich hab die nicht gesehen. So, alle K.O. Müssen wir halt einen auf Elektro-Rambo machen. Wenn es anders nicht klappt. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Bumm! Na gut, jetzt bumm. Was muss ich jetzt machen? Muss hier raus. Ja? Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. So. Scheiße. Scheiße. Mal ganz ehrlich, der hat ein Wort gesagt und die ganze Welt hat's gehört, ne? Da kommen sie alle an. Unglaublich, echt. Also das finde ich ein bisschen blöd, ne? Darf ich? Hallo? Danke. Du bist schon mal aus dem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal Bergsteigen? Na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Das halt, muss darüber, dann hat der da Strom. Die verdammten Welpen, die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Dann kann ich hier nämlich nach oben machen.
Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welten tritt, Marcus. Dann mach ich da nach oben. So, dann kriegt der Strom. Das machen wir dann. Ja, so. Ja, dann müssen wir in die Kamera, weil wir nicht mehr gucken können. So, dass der Streifen da rot ist, ist glaube ich nicht schlimm. Wir sind hier fertig. Wir müssen weiter hoch. Das da muss gedingst werden. Das da muss gedingst werden. Das kann ich noch nicht dingsen. Das kann ich noch nicht dingsen. So, anderer Blickwinkel. So. So, was ist denn das jetzt hier? Da gehen ja noch mehr rote Striche durch die Gegend. Von der Seite? Moment mal. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht machen? Kann ich nicht machen? Das kann ich machen. So, dann kann ich vielleicht das machen? Nein, kann ich nicht. Ah, dann kann ich nämlich das hier entriegeln, kann das dann so machen und dann kann ich das da aufmachen. Dann kann ich auf die Kamera und kann das da oben machen. So. Und jetzt? Und jetzt? Verpasse ich irgendwas? Ah, ich muss das Ding bewegen! Das kann man ja auch einmal gleich seiner sagen, oder? So. Missionsziel erfüllt. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring die mit. Oh. Meint ihr nicht, ihr habt ja am Strand schon genug getrunken? Ist schon wieder ein Tag her, ne? 2, 3, 4. Hey, schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Jetzt kommen die alle her, oder was? Die haben kein Problem mit den Leuten gekriegt. Und jetzt werden wir Zeugen einen Blamage. Ist die bescheuert? Wo die sitzt? Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Die hockt da auf dem Geländer. 200 Meter über der Erde. Ich habe unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Ja! Mit einfachen Tastenruhr können Sie. Das ist das Z-Logo. Hehe. Tut mir leid. Möchten oh mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht, das war's. Okay? Hey, haben wir sie voll genannt. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden verkauft zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Information nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln. Oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zeck hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven, Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Der gehört also zu Home. Nicht dein glücklichster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon, mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen?
Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Das ist ein Mofucker. Der gehört, glaube ich, nicht zu Blumen. Der hat nur Infos weitergeleitet. Kerndaten. Leute, ich muss hier nochmal rein. Habt ihr da was dagegen? Vermutlich ein bisschen. Ist hier noch einer? Oder ist das jetzt hier leer? Hallo? Jemand da? Da ist einer. Hier musste ich nicht hin. Nudel schlägt wieder zu. Die Nudel schlägt zu. Ich kündige den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheels. Nudel kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar. Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels-Mitfahrdienst durch die Nudel-Such- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Ich habe eine Zielbeschreibung. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Nudel-Konkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren. Hi! Ich wollte nur eine Schrotflinte! Lass mich in Ruhe, tschüss. Mach das. Au! Könnte ein Auto brauchen. Taxi! Raus! Ich fahr selber, danke. Okay, also, haben wir das gemacht, ja? Und dann, Nebenoption, E-Card Challenge, das hört sich doch super lustig an, oder? Ding fährt sich auch so komisch. Gab es irgendwie ein Update oder so? Das ist irgendwie Auto-Wobbeln hieß oder so. Forschungspunkte. Hier. Oh, ich muss da ja mit dem Mannekeken hoch, wa? Boah, wie? Hier. Von hier dann da. Kann ich über Kanten springen? Ich glaub's nicht. Wir probieren es einfach mal. Mal, was schreibst du? Rede mit mir, Ratio. Was ist da los? Primate saugt Daten von dir ab. Was? Finde raus, wer das ist, bevor der Transfer vollständig ist. Such jemanden, der sich seltsam benimmt. Damit habe ich nichts zu tun. Nein. Der kann sich hier halt überall verstecken, ne? Mit dem Ding ist er, glaube ich, gekommen. Aber wo der ist?
Das schaffe ich eh nicht. Der kann sich hier... Ich habe gehört. Haut er wieder ab. Alles klar. Er ist entkommen. Ich hab nicht gekillt, aber ich hab ihn gefunden. Ich hab den nämlich gehört. Das ist gut, dass man die ihre Schritte hört. Naja, gut. Wo wollten wir eigentlich nochmal hin? Zu dem Kart-Ding, ne? Ja, vielleicht wurden wir ein bisschen abgelenkt. Dann fahren wir halt dahin. Oder nee, halt. Die eine Missionsserie, die wir gemacht hatten, ist jetzt vorbei. Alles klar. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge da. Nein. Da fahre ich aber ohne euch hin. Da fahre ich aber ohne euch hin, weil die Strecke, die braucht ihr nicht sehen, das ist langweilig. Alles klar? Ich hatte die Folge sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.